Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. In der letzten Folge habe ich lasst euch davon nicht stören. Wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge erklärt, warum das so war, weil mal wieder auf Repeat Mode gestellt war. Ich habe das aber wieder umgestellt und die Dinger vernichtet, also keine Sorge. So, irgendwo da oben auf dem Dach müsste ein Skelett sein oder in der Nähe. In der letzten Folge haben wir jedenfalls hier diese ganze Konstruktion hier zusammengebaut. Jetzt wird es so langsam mal Zeit, dass wir mal wieder was Vernünftiges machen, weil was echtes konstruieren, was echtes bauen und uns damit ein bisschen beschäftigen. Ich würde mal sagen, wir werden einfach mal anfangen, den Balkon zu bauen, der hier draußen schon lange gemacht werden sollte. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Dazu nehme ich mal hier erstens diesen Holzzaun mit. Brauche ich nicht. Mist, momentan nicht. Das Tor. Okay, das könnte ich eigentlich wegschmeißen. Das bräuchte ich so gar nicht. Aber naja, was soll's. Okay, das hätten wir. Dann den Holzzaun. Ich brauche mal ein bisschen Holz noch. Ja, die Farm verarbeitet wieder. Insofern kann ich das auch direkt drüben hier rausnehmen. Zack, einmal Holz. Das verwurste ich gleich mal. Zopp. Und dann muss ich mal kurz oben an den Crafting Table ran. Hopp. So, ist gut. Und ja, hier haben wir auch einen. Dann nehmen wir den da. Komm, ja da. So, einmal Holz rein. Ich brauche nämlich noch ein paar Stickies, fällt mir gerade auf. Das wird nicht reichen. Ich will mir nämlich eine spezielle Hilfsplattform sozusagen machen, damit ich da ein bisschen was bauen kann. Diese Hilfsplattform, ging das so hier? War das so rum? Nee, dann war es glaube ich andersrum. Sind nämlich gar nicht mal so schlecht. Ihr seht schon, Scaffolds nennen sie sich. 1, 2, oh, 32 kriegt man da raus. Ich habe das vorher nie getestet. Ist gar nicht mal so schlecht. Mit diesen Scaffolds kann ich nämlich quasi mir ein Gerüst bauen sozusagen. Auch wenn ich keinen Jetpack mit hätte, könnte ich daran noch hochklettern wie Leitern sozusagen. Wir brauchen und probieren das einfach mal aus. 1, 2, hier. Und jetzt klettere ich hier hoch wie auf einer Leiter. Schön. Das ist eigentlich erstmal nur eine Gerüstplattform. Die baue ich dann hinterher wieder ab. Das geht auch mit dem Abbauen wunderbar. Indem ich einfach nur hier unten den obersten weghacke, dann fällt der ganze Turm in sich zusammen. Ich kann die dafür aber auch nicht unendlich aneinander pappen. Das heißt, ich kann mir hier eine Plattform bauen. Plopp. Und dann müsste es auch eigentlich aufhören. Mehr geht nicht. Okay. Andere Seite. Dürfte ich genauso weit kommen. Ja, genau. Und das müsste eigentlich auch reichen. Hier kommt ja, wie gesagt, der Balkon hin. Das heißt, das weg. Das weg. Und ich muss nochmal unten an einen Crafting Table, weil ich brauche ja auch, ich will da keine solchen machen, sondern Half Slabs, also quasi, genau. Stufen. 42. Oben werde ich wahrscheinlich noch mehr haben. Die so viele brauche ich gar nicht, aber naja, gut, okay. Was da hast, hast du. Einmal hin. Einmal. Ja, raufgeklettert, das geht ja. Lalalala. Jetzt bin ich natürlich unten dran. Das ist nicht so schön. Na komm, wir fliegen einfach rauf. Das ist ja einfach nur so draufstellen, dass ich keinen Block irgendwo ranpapsen muss. So, zapp, zapp. 1, 2. Ich weiß gar nicht, wie groß ich den mache. Aber ich denke, das würde als Balkon schon reichen. Auf ganzer Ebene, das sieht halt auch blöd aus. Nein. So, wie viel hatten wir? 1, 2, 3, 4. Und auf der anderen Seite hatten wir 1, 2, 3. Das heißt, da muss noch einer. Ist es eigentlich auch rangehen noch? Nein, der geht nicht mehr ran, so von der Hinsicht. Also muss ich auch mal hier hin. Zip, da ist er. Sehr schön. Hopp, einmal rüber. Okay. Na, hepp, hepp, hepp. Sieht doch gut aus. Und das alles nur mit so einer schönen. Das war scheiße. So, na gut, wir haben eigentlich genug, brauchen wir nicht ganz so verschwenderisch sein, aber ja, es schadet auch nicht. Okay, hier noch eins hin. Hallo, hier und hier und da und da und da. Und dann werde ich, glaube ich, mindestens noch eins vorgehen, eventuell sogar da, wo die Scaffolds halt stehen. Bin ich mir noch nicht sicher. Zunächst einmal können wir ja hier an der Seite schon mal die hinsetzen, weil da wird es eben aufhören. Können wir von draußen schön hier draußen frühstücken und dem Dü da drüben, wenn es den laden würde, beobachten.
Nee, das kann sein, dass das, oder habe ich die, nee, die Auflösung habe ich nicht runtergestellt. Option. Also Geschwindigkeit, wo war denn das? Grafikeinstellungen, Distance. War plus 32. Eigentlich müsste es zu sehen sein, schon lange. Wir gehen mal ein Stückchen weiter hinter. Da sehen wir seine Dings. Oder habe ich die wirklich runtergestellt? Option. Ich versuche es mal wieder ein Stück Geräusche nicht. So, das lassen wir. Grafikeinstellungen, Distance. Plus 80. Das war nie so niedrig gestellt. So, natürlich lädt das jetzt alles. Und da sehen wir da hinten den sein Häuschen. Weil eigentlich muss das nicht sein. Und klar, die Framerate sinkt jetzt dafür ein bisschen. Aber ja, das ist mir fast wert. Außerdem, wie gesagt, liegt das wahrscheinlich daran, dass es jetzt eh erstmal laden muss. Weil es nicht tut. Hallo? Ich stell's mal auf ganz. Ich stell's mal auf weit. Und schau mal, ob die Framerate das mitmacht hier so. Plus 160. Sonst geht alles. Framerate. Die ist ja schon ein bisschen runter. Jetzt ruckelt es ein bisschen, aber das wird sich, denke ich, geben, sobald ja alles alle Chunks geladen sind. Also macht euch da keinen Kopf. Das dürfte gleich werden. Obwohl, das geht auch nicht weiter. Was ist denn heute los? Ich weiß auch nicht. Dann stelle ich es halt wieder runter. Habe ich halt nicht so viel Aussicht heute. Manu, falls ihr irgendwie einen Tipp habt oder ja, Möglichkeiten, könnt ihr ja Bescheid sagen. So, hier sieht man auch schon mal. Ja. Normal ist 128. 2560 slower. Also ich bin ja schon auf Fahr, also lassen wir es. Beziehungsweise ich gehe auf Fahr normal. Das ist ja Fahr plus 32 Option. Ich will ja auch keinen Ruckeln haben. Dann schaue ich lieber nicht ganz so weit. So. So, Fahr, da haben wir es. Okay, das muss jetzt reichen. Und dann mache ich halt den Balkon noch eins weiter vor. Ja, ich glaube schon. Ja, doch. Komm, das kann ich auch von unten machen, denke ich. Baue ich mal hier ab. Plopp, seht da, wie die alle geflogen haben. Nee, ich kann das nicht von unten machen. Also muss ich hoch. Und einfach 1, 2 und habe keine mehr. Bis gleich wieder da. Einmal hier hin. 1, 2, 3. Dip, 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 dip. Ups, das war Blödsinn. Aber ich kann wenigstens mal gucken, wenn ich noch welche habe, brauche ich mir da keine großen Sorgen machen. Da habe ich noch was, da habe ich noch was. Na, immerhin kann ich ein bisschen ausmisten, sagen wir mal, alte, ja, wie heißt das schön, alte Bestände alle machen. Muss ja auch mal sein. Kann ja nicht sein, dass ich hier nur so Mist habe und nur Blödsinn da habe. Na gut, dann nehme ich das hier halt raus. Machen wir hier noch ein paar so. Das müsste jetzt aber reichen. Zumindest für diesen Balkon. Da werden wir... Entschuldigung, Leute. Das war zu schnell. Da kam ganz schnell der Husten. Da werden wir wahrscheinlich schon noch ein bisschen was brauchen, um beim Market Home. Da will ich ja auch noch eine Art Balkon, ein Rondell draußen rumziehen. Also um den Market Home drumherum in der obersten Etage. Und das wird, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit beanspruchen. Aber auf jeden Fall, hier sieht schon mal gut aus. Was ich brauche, ist ein paar Fackeln, um hier mal ein bisschen auszuleuchten. Zum einen machen wir einfach hier eine hin, hier eine und dann hier. Ich gucke das jetzt nicht erst nach, aber das müsste eigentlich locker leicht langen, um hier ja genug Spawning-Etagenplatz zu verschaffen. Was wir noch machen müssen, weil das sieht ja doof aus, dass dieser Balkon hier nicht abgestützt ist, müssen wir das entsprechend ebenfalls noch machen. Den ein bisschen abstützen. Entweder ab. Ja, so mache ich das genau. 1, 2, 3. Hier kann ich. So. Nein, nicht so. So. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, wenn ich. Beispielsweise, ich müsste dafür noch ein Stückchen runter. Eins muss ich noch runter. Genau. Hep. Und hep. Und hep. So. Hier kann ich auch noch eins hinsetzen. So. Ist das eine gute Stütze? Weil da, ach ja, da sind ja die Half-Slabs. Deswegen ist dann Luft dazwischen. Die Luft sollte natürlich nicht sein. Wo sind meine Scaffolds? Da. Ab. Ab. Jetzt komme ich ran. Das heißt, die Luft müssen wir entfernen, indem ich hier einfach nochmal dran setze. So, wunderbar. Okay, sieht schon besser. Ich denke, das kann man erstmal so lassen. Es sei denn, ihr seht das anders. Ja.
Vielleicht ist er sogar schon ein bisschen zu lang geworden, aber naja, gut, muss halt auch sein. So, einmal hier. Und einmal hier. Uah. Drauf sollte ich ja, genau. Zack, 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 zack. Soll ja auch so halt da aussehen, als ob das hier halt wirklich so halten würde. Bisschen, sagen wir mal, Physik muss da schon dabei sein. Eins noch runter, hier hin. Jetzt sind die Zäune alle. Hehe, alle Zäune alle. So. Na gut, dann muss ich neue Zäune machen. Bin gleich wieder da. Das kann ich auch über oben machen. Hopp. Muss eh mal bald wieder ins Bett gehen. Weil es wird draußen arg dünkelig. Und wenn es arg dünkelig wird, ist das nicht so schön. So, hier haben wir noch. Okay, es gibt ordentlich Zäune. Naja, okay. Es gab ein paar Zäune. Ordentlich ist jetzt doch ein bisschen anders. Ich mach mal noch ein paar mehr. Einfach mal alles verwursten und hier einen ganzen Stack zu Zäunen verarbeiten. Mal schauen, was dann bei rauskommt. So. Ja, ich hätte hier immer nur einzeln reinlegen können, wäre ja genauso gut gegangen. So, guck mal an. Haben wir wirklich einen Stack verarbeitet und 36 Zäune rausbekommen. Auf jeden Fall besser. Genug Zeit auch ins Bett zu gehen. Ja, ja, gute Nacht. Schlafe gut. Schlafe fein, liebe Welt. Die muss jetzt sein. Und dann haben wir fast einen schönen Aussichtsbalkon. Boah, die Sonne kommt, scheint uns ins Gesicht. Das ist auch schön. So, wie es sein sollte. Hopp. Wie hatte ich das hier? Hier noch einen ran. Klack. Und da oben hatte ich auch noch einen. Ja, genau. So hier hatte ich das. Ob das reicht als statische Hilfe? Vielleicht kann ich auch noch einfach sagen, komm. Damit es auch richtig steht. Muss ja auch sein, das ist ja wichtig, dass es auch richtig steht. Oh, hier haben wir noch einen Scaffold vergessen. Ja, so lasse ich das. Komm, wieder runter. Dann kann ich da nämlich eventuell auch noch ein bisschen... Dahin. Okay. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, klappt nicht. Das heißt, ich kann nur an die Seite welche hauen. Aber das geht auch. Dann mache ich halt hier. Und hier. Sollte hier unten auch halbwegs noch ausleuchten. Okay. Wieder was geschafft. Finde ich gut. Finde ich fein. Hier oben Solarpanels produzieren. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber, weil ich brauche... Ach nee, ich brauche erstmal Eisen. Brauche ein paar Eisengitter, weil ich habe nämlich vergessen, im Turm, in der quasi zweiten Ausguckstation, dort ein Eisenbarren oder Eisensachen zu setzen. Eisengitter, so ist richtig. Da haben wir. Ich brauche eins. So, also einmal Zaun, 16 Stück. Das müsste genau für eins reichen. 4, 8, 16. Ich nehme mal zwei mit, sicher, sicher. Okay, dann gehen wir einfach mal in unseren Magierturm und sichern da. Und danach können wir ja mal schauen, dass wir wirklich mal wieder ein bisschen drinnen weitermachen. Wer hat denn da? Na, diese Endermen gehen mir auf den Sack. Überall setzen die ihren Dreck hin. Mittendrin. Statt nur vorbei. Komm hier weg. Ja, genau. Die könnte mal abschießen. So, ich nehme mal kurz den Jetpack aus. Also ist halt einfach besser, wenn man hier... Mal schauen, ob ich von der Mitte... Oder ansonsten mache ich mal hier. Komm, ich baue mich mal hier hoch. Einfach eiskalt aufgebaut. Das war Turm Nummer 1. Mal schauen, ob ich rankomme. Weil du kommst nämlich mit dem Jetpack nicht gar nicht so schön ran. So, noch ein Stück. Hopp. Noch ein Stück. Okay. Einmal hier. 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 Und hier. Mal schauen, wie weit ich rüberkomme. Und ob ich da drüben eventuell auch schon zumachen kann. Ja, genau, wie auf der anderen Seite. Oder ob ich das Ding nochmal abbauen muss. Insofern stecke ich mich dann halt einfach nochmal hoch. Das ist ja auch nicht das Problem. Das ist ja auch nicht das Problem. So, hopp. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Erste drin. Dann mache ich mal hier. Oh, hab ja keins mit. Das geht ja aber auch. Ich muss es mir ja nicht so schwer machen. Ich kann ja auch hier noch ein Stück die Scaffolds einfach verwursten, indem ich einfach... Oder nee, ich müsste auch ohne rankommen. Wieder unnötig Arbeit. Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Eigentlich ist das mit der Arbeit nicht so unnötig, weil ich will hier auch noch eine Dings reinbauen. Ich lasse die Scaffolds da erstmal da. Gehe erstmal hier hoch. Und habe es tatsächlich geschafft, hier reinzufliegen. Normalerweise, deswegen bin ich habe ich das nicht gemacht, weil ich das normalerweise nicht schaffe. Diesmal hat es geklappt, warum auch immer. Eisen. Spitzhacke habe ich keine mit, verdammt. Na gut, ich habe eh genug. Lasse ich das erstmal dran. Hier und da. Und damit wäre er hier halt auch vergittert. So wie es sein soll. Und jetzt mal versuche ich das wirklich mit der Spitzhacke. Komm, hier. Lalalala, kann jetzt ein bisschen dauern, aber das zählt nichts. Na komm. Hast es doch fast geschafft, du bist fast kaputt. Ich schwöre es bei deinem Leben. Oder meinem, in dem Fall. Naja gut, offensichtlich geht das eben nicht. Dann muss ich wohl oder übel doch noch eine Spitzhacke holen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Denn für jetzt ist Schluss. Wir sehen uns dann wieder, bis denn. Tschüss. Oh, hat noch geklappt. Tschüss.